Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Pressekonferenzen ist man an der Grand Prix-Rennstrecke Sachsenring gewohnt. Bei der am 1. Februar ging es nur ganz nebenbei um Motorsport, wenngleich der auch ein Bindeglied ist für die Regionen, die nun mit Hilfe der neu gegründeten Destinationsmanagement-Organisation, kurz DMO, einen gemeinsamen Weg gehen werden. Destination, der Ort, zu dem man reist. Tourismusmarketing ist eine Aufgabe, der sich im Landkreis Zwickau der Tourismus Zwickau e.V. widmet. In Chemnitz, die CWE MbH und in der mittelsächsischen Region unter anderem der Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental. Die drei Verbände und Unternehmen schlossen sich nun am 1. Februar zum Tourismusverband Chemnitz-Zwickau-Region zusammen. Beteiligt sind außerdem die Landkreise Mittelsachsen und Zwickau, die Städte Chemnitz und Zwickau sowie die Gemeinde Kallenberg. Die neue Marke Chemnitz-Zwickau-Region setzt auf Industrie, Kultur und Natur. Wir schließen damit den letzten weißen Flecken, wenn man so will, im Freistaat, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Regionen, die sich dort touristisch vermarkten wollen, natürlich auch auf der einen Seite Struktur zu geben, Unterstützungsangebote zu liefern, um sich touristisch zu vermarkten. Wie der CWE-Geschäftsführer Sören Uhle ausführte, brachte den Prozess vor ein paar Jahren die Überlegung in Gang. Wir müssen die Chance ergreifen, uns gemeinsam touristisch zu vermarkten. Keiner von uns ist allein dazu in der Lage. Jeder ist zu klein, um in einem nationalen Wettbewerb zu bestehen. Zumal die Konkurrenz sehr groß ist, denn Deutschland hat touristisch sehr viel zu bieten. Was die neue Marke angeht, so der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze. Ich glaube, es verbindet die unterschiedlichen Stärken dieser Region. Und wir sind auch dabei, und das ist, glaube ich, gerade auch hier in Sachsen, nicht von der Hand zu weisen, dass Tourismus ja auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Und wir wollen mit dieser gemeinsamen Tourismusregion auch Tourismus als Wirtschaftsfaktor weiter voranbringen. Und da glauben wir, dass wir gerade mit der Vielfalt einer Stadt und im Umland der Region oder zwei Städten mit Zwickau hinzu, größeren Städten, ein gutes Paket haben, was die Vorzüge aller beteiligten Partner gut nach vorne bringt. Und in Bezug auf die Kulturhauptstadt 2025? Ich glaube, dass gerade mit dieser neuen Aufstellung Industrie, Kultur, Natur, Chemnitz-Zwickau-Region das auch nochmal besser gelingt, dass wir eine hohe touristische Relevanz gerade für dieses Jahr erzeugen und das natürlich auch für die Region hier fortführen wollen. Der neue Tourismusverband, so Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer. Das ist die dritte Destination, die wir im Landkreis dann haben werden. Damit haben wir wirklich in weißen Flecken geschlossen. Es folgt auch ein bisschen der Idee, wie wir Mittelsachsen in Zukunft entwickeln wollen, nämlich auch wieder ein Stück weit Autonomie der Regionen leben wollen. Also na, wir sprachen gerade vom Altkreis, das wollen wir auch. Also es wird wieder mehr Autonomie geben, weil diese Großkreise sind Entheimatungsmaschinen und in der Region gibt es historische Zusammenhänge, man kennt sich, man hat gemeinsame Ziele und dem Wunsch haben wir hier auch ein Stück weit entsprochen. Es war der Wunsch aus der Region, sich zu orientieren. Das unterstützen wir sehr gern. Und ich halte es gerade für die Stadt-Umland-Beziehungen mit Blick auf europäische Kulturhauptstadt für elementar, dass das jetzt zusammengeht und dass man das gemeinsam entwickelt, weil es ist quasi vor der Haustür. Carsten Michaelis, Landrat des Kreises Zwickau, unterstrich, dass man gemeinsam stark ist, vor allem wenn es Verbindendes gibt. Wenn man mal ein bisschen in die Geschichte zurückblickt, also das ist auch ein Lernprozess für uns gewesen, da war der Landkreis Zwickau mit seinen Partnern auch mal Mitglied in einer anderen Tourismusdestination, nämlich die des Erzgebirges. Und man hat dann irgendwann gemerkt, es passt nicht ganz, ne? Ein Teil fühlt sich heute da noch, ist noch dort Mitglied geblieben, das ist ja auch alles legitim. Aber wenn man in Claura und Merana aus dem Fenster schaut, dann blickt man halt nicht auf das Erzgebirge. Mit 5000 Einwohnern ist, so der Bürgermeister Daniel Röttich, Kallenberg zwischen Chemnitz und Zwickau eine kleine Gemeinde. Aber letztendlich die Gemeinden zwischen den großen Playern, ob nun Zwickau oder Chemnitz, ist die ländliche Region. Das sind wir kleinen Kommunen. Und ich sag mal so, wir spielen gerade im Bereich der Infrastruktur, ob es der Radwegeausbau ist, alles, was dazugehört in einer Tourismusdestination, eine wahnsinnige Rolle. Wir haben wahnsinnig viele Dinge, die wir im Prinzip auch unseren Gästen bieten können. Die Natur ist natürlich das Ausschlaggebende, wo in den Städten dann wieder die Museen sind, was dazugehört. Deshalb, es ist wunderschön, dass ich als kleine Gemeinde mit dabei sein darf, bei dieser Gründungsveranstaltung mitgründen darf. Denn es ist von enormer Wichtigkeit, dass auch die Kleinen mit berücksichtigt werden und auch mal ein Wort mitreden dürfen.
Oder wie es Zwickaus Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt formulierte: Am Ende ist es vielleicht auch das, wir müssen uns gegenüber den üblichen touristischen Zielen vielleicht mal ein bisschen breit machen und sagen, hey, hier in der Region gibt es ganz viel, was für Sie, egal aus welcher anderen Ecke man aus Deutschland kommt oder Europa, ich will jetzt noch nicht von der Welt sprechen, aber man soll sich ja Ziele stecken, zeigen kann. Und da glaube ich, kann unsere Stadt auf jeden Fall auch einiges bieten. Angefangen natürlich auch von unserer reichhaltigen Automobilgeschichte, natürlich mit Robert Schumann und Max Pechstein, auch Vertreter des kulturellen Segments. Aber natürlich, ich schätze eben auch das, was wir ringsherum haben, das viele Grün, die Natur, egal in welche Richtung man fährt, auf Radwegen natürlich sehr gerne. Und ich würde mir einfach wünschen, und die Trends im Tourismus sind da, dass wir eben hier auch Menschen für die Region begeistern, die vielleicht nicht nur diesen einen Tag Städtetourismus wahrnehmen wollen, sondern mit Wohnmobil, mit Rad eben die Region über mehrere Tage erfahren und vielleicht, so wie ich als Neuzwickau vor fast 20 Jahren, überrascht sind, was es eben hier auch alles gibt. Bei der Entwicklung der neuen Destinationsmanagement-Organisation von Beginn an dabei war Johannes Vogt, der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Hochlitzer-Muldental. Wir als Heimat- und Verkehrsverein als Teil der DMO profitieren natürlich durch die gemeinsamen Ziele und Fördergelder für den Tourismus, speziell auch fürs Außenmarketing, was uns als eigener Verein in der Größenordnung überhaupt nicht möglich wäre. Trotzdem werden wir als Verein natürlich die Angebote unserer Einzelmitglieder weiterhin bündeln und auch Ansprechpartner sein für unsere Einzelmitglieder, damit eben genau wie in der Zwickauer Region nicht die Angst besteht, alleingelassen zu werden und wir uns nur noch ums Große kümmern, sondern wir sind die Regionalität vor Ort und das wollen wir natürlich auch gerne bleiben. Der Vater schlechthin des neuen Tourismusverbandes war Dietrich Oberschelp, der Vorsitzende des Vereins Tourismusregion Zwickau. Ich darf erwähnen, dass die ersten Ursprünge des Gedankens einer neuen Destination ja vor über 11 Jahren gefasst worden sind mit dem Austritt der Tourismusregion Zwickau aus der Tourismusregion Erzgebirge. Und wir mussten uns dann erstmal aufraffen und überlegen, was haben wir denn an Eigenständigem zu bieten, dass wir überhaupt den Gedanken fassen können, und uns anmaßen können, eine neue Destination abgeben zu können. Und dann kamen zuerst die Gedanken, ja, wir haben eine tolle Industriekultur, das verbindet uns mit Chemnitz, auch mit Mittelsachsen. Die Tourismusregion Zwickau kennt man auch als Zeitsprungland. Dieses Jahr, 2023, ist auch für das Zeitsprungland oder für die Tourismusregion Zwickau e.V. ein bedeutsames Jahr, weil wir unser 20-jähriges Jubiläum feiern werden. Also vor 20 Jahren ist der Verein, der Tourismusverein, der zum Ziel hatte, die Region touristisch zu vermarkten und voranzubringen, im damaligen Landkreis gegründet worden. Zuerst unter dem sperrigen Namen zwischen Muldental und Erzgebirge. Als dann der Landkreis größer wurde und Zwickau mit hinzukam, wurde die Umbenennung vorgenommen, Tourismusregion Zwickau e.V. Und weil das immer noch nicht sehr geschmeidig klang, haben wir dann gesucht nach einem Namen, der sich einprägt, der gängig ist. Und da sind wir dann auf das Zeitsprungland gekommen. Die Entwicklung in 20 Jahren verlief. Wenn man sich die Aufgaben und auch die Mitgliederzahlen anschaut, sehr gut. Wir sind jetzt bei knapp 150 Mitgliedern angelangt und der größte Teil der Kommunen im Landkreis Zwickau sind bei uns Mitglied, wie auch die Stadt Zwickau selber und auch der Landkreis Zwickau. Und wir haben viele Dinge auf die Beine gestellt, nicht nur die Nacht der Burgen und Schlösser, die immer sehr anschaulich ist, so in der letzten Augustwochenende, die von uns mit initiiert worden ist und mit begleitet wird,
sondern auch eben andere Dinge, wo wir für unsere Mitglieder zur Verfügung stehen und ihnen helfen. Nun wurde eine neue Destinationsmanagement-Organisation gegründet. Das heißt aber nicht, dass das Zeitsprungland nicht mehr existent wäre. Im Gegenteil, Zeitsprungland wird es weiterhin geben, auch den Tourismusverein, Tourismusregion Zwickau e.V. Da haben viele die Befürchtung, dass es das nicht mehr geben wird, weil wir jetzt aufgehen in der Destination. Das stimmt nicht. Wir bleiben erhalten als Verein. Wir kümmern uns weiter in der gewohnten Qualität um die Belange unserer Mitglieder. Auch im kleineren Bereich eben. Wir haben nur jetzt eine höhere Schlagkraft, was unsere Vermarktung mit unseren Partnern zusammen nach außen hin anbelangt. Ja. Das, was wir früher nie hätten leisten können, an bedeutenden Messen oder Märkten teilnehmen zu können, das gelingt uns jetzt im Verbund mit Chemnitz, mit Mittelsachsen, mit Zwickau. Und und darauf freuen wir uns. Ja, das kommt uns allen dann letztendlich wieder zugute. Dietrich Oberschelp schaut optimistisch in die Zukunft. Die Partner, die jetzt hier am Tisch sind, die sind alle von der gleichen Idee beseelt und begeistert, dass diese neue Destination genau das war, was bisher gefehlt hat. Und mit den Partnern, die jetzt hier heute da waren und da sind, war es überhaupt nicht schwer, weil alle diese Überzeugung mitgebracht haben, dass das einfach eine Notwendigkeit ist, diesen letzten weißen Flecken, touristischen weißen Flecken auf der Landkarte in Sachsen durch die neue Destination mit Leben zu erfüllen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Telefon und Internet zu teuer? Die Technik soll bleiben? Wir liefern Telefon und schnelles Internet preiswert über Ihren Kabelanschluss. Erfahrene Techniker installieren vor Ort. Die Formalitäten erledigen wir. Vorhandene Rufnummern bleiben. Unsere Tarife sind flexibel. Lassen Sie sich telefonisch oder im Laden beraten. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Nutzen Sie unseren Computer-, Drucker-, Telefon- und Sendersuchlaufkundendienst. Wir sind immer von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr für Sie da. Burgstedt, Chemnitzer Straße 11, parken vor der Ladentür. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha. Leinen los, hieß es am 28. Januar. Das Schiff, das in See stach, war das Sportzentrum am Naturbad in Hartmannsdorf. An dem Samstag feierlich eingeweiht, zusammen mit vielen Ehrengästen. Ganz stolz sind wir alle miteinander, dass wir es ja geschafft haben, nach diesen doch fast 3 Jahren Bauzeit. Es ist ein wunderschönes Objekt entstanden, hier auch für unsere Sportler, denke ich, die sich seit Jahren freuen, dass sie eine neue Sporthalle bekommen. Natürlich auch vom Breitensport. Es ist auch eine Mehrzweckhalle, die auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann. Also wir sind richtig stolz, dass wir es ja geschafft haben. Einen kleinen Vorgeschmack über die Nutzungsmöglichkeiten erhielten die Besucher der Einweihungsfeier, die die Hartmannsdorfer Schallmeien musikalisch umrahmten. Das berühmte Hartmannsdorfer Aushängeschild wird man mit Sicherheit noch zu zahlreichen anderen Anlässen hier begrüßen können. Während die Schalmeien musikalisch für Stimmung sorgten, wurde dem Publikum Sekt gereicht. Bevor man jedoch gemeinsam anstieß, erfolgte die offizielle Begrüßung durch den Bürgermeister Uwe Weinert und ein kleiner Rückblick in die Geschichte des neuen Hauses. Wir haben uns ganz bewusst beim Neubau dieser Sporthalle für dieses Grundstück entschieden, welches eine wechselvolle Geschichte erlebt hat.
Schon einmal stand hier eine Turnhalle in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Später wurde aus den Gebäuden unter ein HJ-Heim, in der DDR eine SED-Sonderschule der Wismut und nach der Wende eine Hotelfachschule mit Hotelbetrieb. 2007 erfolgte der Abriss der inzwischen maroden Gebäude durch die Gemeinde. Die zentrale Lage mit dem Freibad in unmittelbarer Nachbarschaft hat uns und die Planer überzeugt, hier diese Halle entstehen zu lassen. Es gibt auch einen guten Synergieeffekt. Wir haben die Geschichte mit dem warmen Wasser lange diskutiert fürs Freibad. Die Solarthermie auf dem Dach ermöglicht es, dass das überschüssige warme Wasser ins Freibad geht. Es funktioniert, wir haben es im vorigen Jahr schon ausprobiert. Das war eine Idee auch damals von uns, von der Gemeinschaft. Wir nutzen das mit dem Bad zusammen. Es gibt eine Leitung rüber ins Freibad. Wir haben das im vorigen Jahr schon probiert. Es funktioniert also, die Solarthermie, die auf dem Dach ist, produziert warmes Wasser. Und das warme Wasser wird teilweise auch ins Bad abgegeben während der Badesaison. Und das macht dann schon 1, 2, 3 Grad aus. Und das ist viel für ein Naturbad. Freibad und Turnhalle direkt nebeneinander. Das hat nicht jede Kommune zu bieten. Und solche in der Größe von Hartmannsdorf noch viel weniger. An Nutzern des Sportzentrums würde es nicht mangeln. In Hartmannsdorf gibt es die Fußballer. Wir haben die Turner, wir haben Basketball in Ankündigung, sage ich mal vorsichtig, und Volleyball. Und natürlich auch die Tischtennisspieler nicht zu vergessen, die ja zum TSV gehören und die jetzt auch hier diese Halle sich auch darauf freuen, hier nutzen zu können für Wettkämpfe und für den Trainingsbetrieb. Die verschiedenen Abteilungen fingen gleich am Eröffnungstag mit dem Trainingsbetrieb an. Denn von nichts wird nichts. HSV hat über 300 Mitglieder, glaube ich. Der TSV ist so knapp darunter. Ja, das ist eine super Sache und es läuft über viele Generationen schon hier, der Sport in Hartmannsdorf. Ganz speziell das Turnen, was auch in der Vergangenheit schon sehr viele, wo sie schon sehr viele Erfolge feiern konnten, auch auf nationaler Ebene. Im Bundeswettbewerb schon viele Erfolge erzielt haben. Also das ist, denke ich, für die jetzt hier eine super neue Trainingsmöglichkeit. Nutznießer sind aber auch andere. Die Oberschule freut sich auch schön, so ab Klasse 5 können die dann durch diese Halle mit nutzen. Das haben wir auch alles schon abgestimmt. Das wird dann nach den Ferien losgehen. Vorhanden sind ebenfalls Außensportanlagen. 80 Meter Laufbahn, ein Kleinfeldsportplatz da hinten, das ist auch alles schön fertig. Dafür gibt es auch nochmal spezielle Geräte, die auch schon da sind. Und wie gesagt, was jetzt noch fehlt, sind die Grünanlagen, dass die noch fertiggestellt werden. Und dann sind wir hier eigentlich schon fertig. Der Bau der Zweifeldturnhalle kostete natürlich was. Ja, wir haben ja Fördermittel bekommen vom Freistaat. Das waren damals knapp 50% der Summe. Wir hatten mal eingesetzt 5,5 Millionen, waren mal so die Grobschätzungen. Das haben wir nicht ganz geschafft. Also wir sind schon ein bisschen drüber, sind jetzt bei knapp 7 Millionen. Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin auch gesagt, ist natürlich auch damit geschuldet, dass wir auch sehr viele Preissteigerungen in den letzten Jahren hatten. Teilweise auch durch Materialengpässe und dergleichen. Wir haben also leider die ganz gesamte Palette hier mitnehmen müssen. Alles, was so an negativen Begleiterscheinungen oder was so ein Bau auszeichnet. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir fertig und nach vorne wird geschaut. Die Einweihung dieser fantastischen Sportstätte setzt natürlich auch wieder Zeichen. Und ich bin überhaupt der Meinung, dass man mit Blick auf die letzten drei Jahrzehnte schon mit großem Respekt davon sprechen kann, was die Hartmannsdorfer in diesen Jahren bewegt haben, was sie auf den Weg gebracht haben. Und deshalb ganz am Anfang schon meinen herzlichen Dank, was Sie hier leisten. Das ist ja auch überregional nicht nur beachtet, es kann auch überregional ausstrahlen und genutzt werden von diesen Möglichkeiten der Bad- oder Sporthalle. Aber auch, wenn ich in das Gewerbegebiet schaue, wie viele Arbeitsplätze hier entstanden sind. Also herzlichen Glückwunsch, herzlichen Dank, was Sie hier leisten. Einfach großartig. Wir haben in dieser Zeit natürlich über viele Themen zu diskutieren, die man auch nicht kleinreden soll. Der Uwe hat es angesprochen, die schwierige Zeit mit Corona, jetzt diese schwierige Situation ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Deshalb ist es wichtig, auch diese Punkte, die wir hier haben, auch wirklich zu würdigen und zu feiern. Das bedeutet, dass es engagierte Leute geben muss. Das bedeutet, dass man Ideen haben muss, Ausdauer haben muss, vielleicht auch leidensfähig sein muss bei der Umsetzung. Die Gemeinderäte müssen Entscheidungen treffen, die nicht so einfach sind, denn die wirken oftmals nicht nur positiv durch die Halle in die Zukunft, sondern auch finanziell ist es eine große Herausforderung, das umzusetzen. Der Freistaat gibt das Geld der Steuerzahler, möchte ich an der Stelle immer betonen, sinnvoll weiter in solche Projekte. Aber am Ende muss es natürlich auch mit Leben erfüllt werden. Man kann ja vieles hinsetzen. Auch dazu brauchen wir wieder das Ehrenamt, brauchen wir Leute, die sich engagieren.
ob als Vorstände in den Sportvereinen, ob als Übungsleiter und natürlich alle, die dann auch Sport treiben. Bei der Grundsteinlegung im Oktober 2020 war Mittelsachsens damaliger Landrat Matthias Damm dabei. Zur Eröffnung der Turnhalle begrüßte man den neuen Landrat Dirk Neubauer. So eine Zweifeldhalle ist inzwischen ein Millionenobjekt, das kann man auch mal aussprechen. Und insofern ist es gut, dass wir das heute hier gemeinsam begehen können. Es wird in Zukunft auf drei Dinge ankommen in den nächsten ein, zwei Jahren. Zusammenhalt, Zusammenhalt, Zusammenhalt. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir jetzt haben nach Corona in der Situation dieses Krieges, der uns natürlich auch betrifft, der zu uns kommt mit vielen Gesichtern, der uns einiges abverlangen wird. Aber lassen Sie uns immer gut zusammenstehen, lassen Sie uns versuchen, wieder zusammenzufinden, auch nach dieser schwierigen Zeit, die wir hinter uns haben. Denn es kommt wirklich darauf an, dass wir zusammenstehen. Denn nur zusammen werden wir eigentlich alles erreichen, was wir uns vornehmen. Wir leben in einem starken Land, wir leben in einer starken Gesellschaft. Wir leben ein Leben, um das uns ca. 90% des Restes der Welt beneidet. Das dürfen wir nie vergessen. Und daraus entsteht auch eine Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen. Und ich finde, das machen wir derzeit ziemlich gut. Was Sport im Landkreis Mittelsachsen angeht. Nach Corona-Zeiten, ganz explizit nach diesen Zeiten, wo sich alle zurückgezogen haben, wirklich eine richtig gute Nachricht ist, dass sich Menschen wieder raustrauen, in Vereine begeben. Weil das ist so ein Stück Zusammenhalt. Ich habe es immer schon gesagt, auch zu unserem Ehrenamtsempfang, den wir dieses Jahr als Landkreis ja dem Sport gewidmet hatten. Für mich ist Sport Daseinsvorsorge. Sport ist ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft und des Zusammenhaltes. Und insofern ist es nur recht und billig, dass man sich auch darum kümmert, so wie das hier jetzt passiert ist. Die Plattform schafft Spielen, müsst ihr jetzt selber. Aber ich glaube, das könnt ihr ganz gut. Und insofern wünsche ich Ihnen und uns allen ein erfolgreiches Jahr 2023. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund und optimistisch und mutig. Bei den Mutigen gehört die Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich denke, dass sich die Leute schon auch drüber freuen über diese Halle. Und ich meine, das ist teuer, das haben wir gewusst. Auch der Gemeinderat hat immer dahinter gestanden. Wir hatten da nie irgendwelche Diskussionen, irgendwas einzusporen. Ich denke, es ist für die nächsten Generationen gebaut. Und da ja auch ein Breitensport hier mit stattfinden kann, denke ich, können es auch jeder nutzen. Und es kann ja auch als Mehrzwecknutzung dann auch mal Konzerte gemacht werden oder andere Veranstaltungen. Das ist ja auch möglich. Und ich denke, haben alle was davon. Der schönste Tag meines Lebens. Wissen Sie warum? Weil ich heute früh halb neun unten gestanden habe. Ich hatte das ein bisschen vermehrt. Die wollten mich noch nicht um 9 Uhr holen, sondern später. Aber da war ich an der frischen Luft. Und ich bin froh, dass ich sowas noch mal sehen konnte. Der 94-jährige Reinhold Umscher ist seit 1994 Ehrenbürger der Gemeinde Hartmannsdorf. Hartmannsdorf ist mein Lieblingsort von Anfang an gewesen. Und mir hat niemand was zu Leide getan. Ganz im Gegenteil, ich habe meinen Kram gemacht, so gut es ging. Ich wurde Oberlehrer, ich wurde Studienrat, ich wurde sogar Oberstudienrat. Gab es keinen anderen an der Schule. Er war kein Sport, sondern Biologie- und Deutschlehrer. Ich war sogar 19 Jahre stellvertretender Direktor, ohne Parteibuch. Ohne Parteibuch. Und ich war aber auch immer offen und ehrlich, wenn da die Leute kamen von Chemnitz zur Kontrolle und so weiter. Die sagten ja immer so, das müssen wir Ihnen mal sagen. Meine zwei größten Schulen, die ich zu betreuen habe, sind Witschensdorf und Hartmannsdorf. Und das sind ausgerechnet die größten Schulen, mit denen ich am wenigsten Probleme habe. Ja, das krabbeln, ne? Am Herzen krabbeln wird es ihm sicher auch in nächster Zukunft. Denn in Hartmannsdorf sollen weitere Projekte in Angriff genommen werden. Ja, also so ein großes Projekt werden wir sicherlich nicht gleich wieder stemmen können. Aber was als nächstes kommen wird, denke ich, wir haben noch ein bisschen Straßenbau zu machen. Vor allem hier die Umgebung der Halle, die ja auf die Straße ein bisschen gelitten durch die Baumaßnahme. Das ist das nächste große Projekt. Und was dieser da ansteht, ist die Sanierung des Schulgebäudes. Die Außenfassade hat also auch dringendsten Sanierungsbedarf. Da sind wir jetzt auch dabei. Das wird auch noch mal ziemlich aufwendig. Aber ich denke, sind Sie mal in Hartmannsdorf ganz gut vorangekommen. So viele große Baustellen haben wir eigentlich gar nicht mehr.
Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedl in Flöha. Man sieht der alten Dame die Jahre an, in die sie mittlerweile gekommen ist. 1934 wurde die 22 PS starke Feldbahn-Diesellokomotive von der Firma Jung gebaut. Nach dem Umbau 1953 war die Lok die erste Lokomotive der Parkeisenbahn Chemnitz oder früher eben der Pioniereisenbahn in Karl-Marx-Stadt. War seit 1954 hier im Küchwald im Einsatz. Da leistete sie bis Anfang der 80er Jahre auf dem Rundkurs einen guten Dienst. Es wurde dann abgestellt. Ja. Dann stand sie viele, viele Jahre entweder im Lokschuppen abgestellt oder jetzt die letzten Jahre sogar im Freien. Hat in dieser Zeit auch ihren Motor, ihr Getriebe verloren. Ist also nur noch als Schleppfahrzeug zu verwenden. Mittlerweile sieht sie nicht mehr sehr schmuck aus. Doch das soll sich ändern. Wir möchten sie jetzt in Zusammenarbeit mit der Werkstatt der Erzgebirgsbahn, dem Fahrzeug- und Technologiezentrum an der Emilienstraße, äußerlich aufarbeiten, um sie dann unseren Besuchern spätestens zum 70-jährigen Jubiläum, was wir 2024 feiern, präsentieren zu können. Die Aufarbeitung erfolgt im Rahmen eines Lehrlingsprojektes. Am 26. Januar wurde die alte Dame im Bahnbetriebswerk der Parkeisenbahn auf einen LKW verladen, mit dem es anschließend zum Fahrzeug- und Technologiezentrum der Erzgebirgsbahn ging. Wenn die Lehrlinge sie auf Vordermann gebracht haben werden, stehen für die Lok keine großen Fahrten mehr an. Nein, jetzt erstmal nicht. Ist wirklich nur als Ausstellungsstück vorgesehen, dass sie wieder ordentlich aussieht oder mal auch in dem Zug auf dem Rundkurs präsentiert werden kann. Zum Beispiel, wenn die Parkeisenbahn Chemnitz 2024 das 70-jährige Bestehen feiert. Die Landesdirektion Sachsen genehmigte in der Nähe des Sachsenrings im Verlauf der B180 bei Hohenstein-Ernsthal die Erneuerung der Brücke Bahnstrecke Dresden-Werdau. Den Antrag hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr gestellt. Wie Regina Kraushaar, Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, ausführte, pilgern jedes Jahr hunderttausende Rennsportfans zum traditionsreichen Sachsenring. Umso mehr freut sie sich darüber, dass es gute Nachrichten in puncto Sicherheit gibt und mit der Erneuerung der maroden, über 60 Jahre alten Eisenbahnüberführung der Weg zur Rennstrecke deutlich sicherer wird. Die Planung sieht vor, dass nach dem Motorrad Grand Prix 2024 der Neubau starten und bis zum MotoGP 2025 abgeschlossen sein soll. Zugleich möchte man im Zuge des Umbaus Voraussetzungen für den Bau eines Radweges schaffen. Besitzer von privaten, kommunalen, kirchlichem und staatlichem Wald in Sachsen verkauften bei der 24. Säge- und Wertholzsubmission am 26. Januar in der Dresdner Heide 569 hochwertige Stämme, die nun von in- und ausländischen Holzverarbeitungsbetrieben zu hochwertigen Holzprodukten verarbeitet werden. Zu Furnier verarbeitet wird eine Stieleiche aus dem Forstbezirk Taura. Die erzielte mit 3.289 Euro pro Kubikmeter den höchsten Preis. Insgesamt erlangte der Stamm mit rund 3,9 Kubikmetern Holzvolumen 12.761 Euro. Der Forstbezirk Taura hat übrigens nichts mit dem Taura bei Burgstedt zu tun, sondern befindet sich in Nordsachsen. Neben 52% Eiche waren noch 19 andere Holzarten, sowohl Laub- als auch Nadelhölzer, im Angebot. Im Durchschnitt wurde für den Kubikmeter der hochwertigen Hölzer ein Preis von 633 Euro gezahlt. Im Vorjahr waren es noch 484 Euro und 2021 sogar nur 380 Euro.
Wer in den Ferien schon immer mal Orient erleben wollte, hat am 13. Februar die Möglichkeit dazu. Das Kamaihaus in Hohenstein-Ernsthal lädt Ferienkinder ein, Interessantes über den Orient zu erfahren und in die Märchen von 1001 Nacht einzutauchen. Man lernt zudem, seinen Namen in arabischen Buchstaben zu schreiben. Und die Kinder können ihre eigene Orientlampe basteln. Wer am 13. Februar zwischen 10 bis 17 Uhr dabei sein möchte, soll sich bitte anmelden. Unter Telefon 03723 421 59 oder per E-Mail marian.berz@karl-mai-haus.de. Das Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernsthal hat ebenfalls wieder ein Ferienprogramm vorbereitet. Am 16. Februar sind Kinder um 9, 10 und 11 Uhr eingeladen, einen Leseknochen zu nähen. Um 13, 14 und 15 Uhr kann man mit der Nähmaschine eine Eule nähen. Beide Ferienangebote sind für Kinder ab 8 Jahre und auch für Anfänger geeignet. Interessierte sollen sich vorher anmelden über Telefon 03723 477 11 oder per E-Mail info@trm-hot.de. Der Verein Skihütte Pleisa hat in den nächsten Monaten wieder einiges vor. Nach dem großen Erfolg der Saatgut-Tauschbörse im vergangenen Jahr findet nun im März die zweite Auflage statt. Angenommen wird das Saatgut am 5. März von 13 bis 16 Uhr in der Skihütte. Eine Woche später findet hier zur gleichen Zeit die Saatgut-Tauschbörse statt. Im Mai soll es außerdem noch eine Pflanzentauschbörse geben. Eine andere Aktion ist der Nistkastenbau. Am 26. März sind von 11 bis 15 Uhr Kinder und ebenso Erwachsene eingeladen, Wissenswertes rund um Nistkästen sowie die heimischen Vögel zu erfahren. Unterstützung gibt es von Jens Birner vom Verein Sächsischer Ornithologen. Weil nur eine begrenzte Teilnahme möglich ist, bitten die Veranstalter um eine Anmeldung bis 12. März 2023 per E-Mail skihütte-pleisa@web.de. Veranstaltet vom FSV Limbach-Oberfrohna fand am 28. Januar in der Großsporthalle Limbach-Oberfrohna der Elo Regio Cup 2023 statt. Nach dem Ulti-Turnier, das am Mittag startete, nahmen ab 16.30 Uhr die Fußballherren aus der Region um Limbach-Oberfrohna die Turnhalle in Beschlag. Neben der Spielgemeinschaft Pleisa, FSV LO 2, 1. Kreisklasse Staffel 2 und dem FV Wolkenburg Kreisliga reisten außerdem die Chemnitzer Teams Fußballverein Blau-Weiß-Röhrsdorf, Kreis Oberliga und Wacker Wittgensdorf, Kreisliga Chemnitz, sowie die mittelsächsischen Teams Turnverein Vater Jan Burgstedt, Mittelsachsenklasse, Sportverein Hartmannsdorf, Mittelsachsenliga, sowie Mühlauer Fußballverein, Kreisliga Staffel 1 an. Gespielt wurde mit Vorrunde in zwei Gruppen. Eine überzeugende Leistung zeigte hier besonders der FV Wolkenburg, der sich gegen Wittgensdorf und Burgstedt durchsetzen konnte. Gegen den Gastgeber spielten die Wolkenburger in der Vorrunde 0:0. Unentschieden hieß es für den Gastgeber FSV Limbach-Oberfrohna auch gegen Wittgensdorf. Dafür setzte sich das Westsachsenliga-Team gleich zu Beginn des Turniers gegen Burgstedt durch. In der zweiten Gruppe hatten die Röhrsdorfer zwar einen guten 2:0 Einstieg gegen Pleisa FSV LO 2, danach lief es für das Kreis-Oberliga-Team allerdings nicht mehr so gut. Umso mehr für Pleisa. Das Kreisklasse-Team schaffte es am Ende, wie der Sportverein Hartmannsdorf, der in der Vorrunde gegen Pleisa verlor, ins Halbfinale. In den zwei Halbfinalen setzten sich schließlich der FV Wolkenburg sowie der FSV Limbach-Oberfrohna durch. Der FSV Limbach-Oberfrohna gewann das Finale 1:0 und durfte sich so über den LO Regio Cup Pokal 2023 freuen. Der 27. Januar wurde 2005 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt. Bereits seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Das Datum bezieht sich auf den 27. Januar 1945, an dem Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz-Birkenau befreiten. Am heutigen Tage jährt sich dieses Ereignis wieder. In der Proklamation führte Bundespräsident Herzog 1996 aus: Die Erinnerung
darf nicht enden. Sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken. In der Bundesrepublik Deutschland werden heute öffentliche Gebäude beflaggt und die Fahnen auf Halbmast gesetzt. In vielen Veranstaltungen wie Lesungen, Theateraufführungen oder Gottesdiensten wird bundesweit die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten wachgehalten. So auch in Hohenstein-Ernsthal, wo am Denkmal am Anton-Günther-Weg Kränze und Blumen niedergelegt wurden. Wie in den vergangenen Jahren blickte der Stadtchronist Wolfgang Hallmann auf einige Details der Zeit des Nationalsozialismus in Hohenstein-Ernsthal zurück. Es sollen 9 Juden vor 1933 in Hohenstein-Ernsthal gelebt haben. Darunter Rosenthal, das ist das Gebäude gewesen, wo später Kaufhaus Magnet drin war, Ecke Konrad-Lautz-Straße, Weinkellerstraße. Das wurde zwangsweise verkauft. Die Juden wurden also genötigt, für einen billigen Preis an Arier zu verkaufen, so also auch Rosenthal. Dann die Firma Etam, das Etablissement Meyer, war ein jüdisches Unternehmen im Gebäude der Finora zu DDR-Zeiten. Heute sind das Wohnungen. Und die mussten also auch unter Preis an Robert Götze, Oberlungwitz, verkaufen. Ob sie je das Geld erhalten haben, ist sehr fraglich. In vielen Fällen ist das also gar nicht gezahlt worden. Und dann gab es noch die Firma Halbert & Co. Das ist das Gebäude, wo heute die Euroschule drin ist, Antonstraße 4. Und die haben also relativ lange, also bis 1938, dort arbeiten können, wurden aber dann von der SS vertrieben und sind ausgewandert. Und schließlich gab es noch den Juden Erich Berndt, der am Deichplatz, wer sich noch an das alte Fahrzeughaus erinnert, das waren ehemalige Gewerberäume von dem Juden Berndt. Und der hatte aber irgendwie in Hohenstein-Ernsthal Schutzengel. Da war eine Familie Krausewald, die ihn da mit Lebensmitteln und verschiedenen anderen Dingen unterstützt hatte über die Jahre. Und er ist auch erst 1944 ins KZ Theresienstadt eingeliefert worden und kam dann Anfang 1946 wieder frei. Die Dokumente, die sind also sowohl die Einweisung als auch die Entlassung aus dem KZ Theresienstadt, die hat einer reproduziert, und zwar derjenige, der 1945 im April die Stadt Hohenstein-Ernsthal den Amerikanern übergeben hat. Und das war der Fotograf Otto Zienert. Und aus dessen Nachlass sind also diese Unterlagen gefunden worden, also die Kopien der Unterlagen gefunden worden. Erich Berndt ist dann wieder zurückgekehrt, 1946, hat sein Geschäft wieder eröffnet, aber nur noch ein Jahr betrieben. Und ist dann eingesetzt worden vom Rat des Kreises Abteilung Finanzen als Verwalter beim Lumpengroßer in Ernsthal. Und das hat er also dann auch dort viele Jahre wahrgenommen. Und werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Tafel der Opfer des Nationalsozialismus. Und hier sind aber bei uns Gott sei Dank vordergründig keine Juden darauf zu finden, mir ist jedenfalls nichts bekannt. Sie sind umgekommen in KZs und beim Strafbataillon 999. Und das waren vorwiegend Widerstandskämpfer, Kommunisten, Sozialdemokraten und Bibelforscher. Und auch diesen Menschen wollen wir heute gedenken. Ich danke Ihnen. Thank you.
Hambach Oberfrohna gedachte man ebenso der Opfer des Nationalsozialismus, traditionell im Ortsteil Wolkenburg, wo sich auf dem Gelände der ehemaligen Weberei von 1943 bis 1945 eine Außenstelle des KZ Flossenbürg befand. Auch der Bürgermeister Robert Volkmann erinnerte an den Hintergrund des Gedenktages am 27. Januar. Dieses Datum wurde bewusst gewählt, denn vor genau 78 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Auschwitz, wo mehr als 1 Million Menschen ermordet wurden, steht stellvertretend für ein menschenverachtendes Internierungs-, Deportierungs-, Zwangsarbeits- und Vernichtungssystem, welches das gesamte nationalsozialistische Deutschland sowie die vor und in den Kriegsjahren besetzten Gebiete umspannte. Industrieller Massenmord unvorstellbaren Ausmaßes. Ein perfides System mit Verästelungen bis in die kleinsten Orte hinein. Auch bis zu diesem Ort hier. Das Unrecht nahm jedoch mit der Befreiung von Auschwitz kein Ende. Bis zum Zusammenbruch des Nationalsozialismus fielen noch abertausende Menschen dem System zum Opfer. Auch hier in Wolkenburg, einer Außenstelle des KZ Flossenbürg. Eindrücklich geschildert hat die Ereignisse der leider verstorbene Ortschronist Rolf Kirchner. Er schrieb hierzu, ich zitiere: Bevor die amerikanischen Truppen am Freitag, dem 13. April 1945, gegen 16 Uhr den Wolkenburger Markt erreichten, hatte man in den Morgenstunden begonnen, das KZ in der Weberei zu räumen. Noch im Morgengrauen des 13. April hörten die Anwohner der Hernsdorfer Straße, wie sich der endlose Zug von Frauen, es sollen etwa 369 gewesen sein, aus dem Werk die Hernsdorfer Straße aufwärts Richtung Ulsdorf hinbewegte. Zunächst führte man sie über Felder, bis sie dann mit einem Güterzug Richtung Weiden abtransportiert wurden. Neben Aufseherin des KZ bekleideten auch zwei Wolkenburger Frauen als Aufseherin den Transport. Zitat Ende. Der Ort Wolkenburg ist am besagten Tag von den Amerikanern befreit worden. Nicht jedoch die 369 Frauen. Vom zerstörten Bahnhof Irrenlohe aus folgte ein Todesmarsch bis nach Dachau. In den Wirren der letzten Kriegstage andere wurden beim Versuch getötet oder sind anderen Gräueltaten zum Opfer gefallen. Von manchen verliert sich jede Spur. 200 Ankömmlinge aus Wolkenburg registrierte die SS im KZ Dachau am 27. April 1945. Der Krieg war zu diesem Zeitpunkt für viele Deutsche bereits vorbei. Aber das Morden dauerte an. 2 Tage später, am 29. April 1945, wurde das KZ Dachau von den Amerikanern befreit. Doch das Sterben dauerte an. Schätzungen zufolge verstarben von den Häftlingen hier aus Wolkenburg bis zum Jahresende 1945 20 weitere an den Folgen von Misshandlungen, an den Folgen der Entbehrungen. Angemessen auf Einzelschicksale einzugehen, ist im Rahmen einer solchen Gedenkveranstaltung leider nicht möglich. Ich kann Ihnen aber allen ans Herz legen, die vorhandenen Informationen über diese Einzelschicksale, denn es gibt sie, selbst nachzulesen und damit die Erinnerung an die Opfer, an die Menschen, wachzuhalten.